gut. So, ihr Lieben, wir haben jetzt Enita, die Digital-Chefredakteurin von der Cosmopolitan, da. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Und das Lustigste ist, dass wir beide Albanerinnen sind. Ja. Das verbindet uns im Herzen. Ja, wir, die Enita und ich, wir kennen uns schon über Ecken. Und wir sind dieselben Landsfrauen. Wir kommen aus dem Kosovo. Ich freue mich sehr. Und ich komme aus Albanien und du kommst aus dem Ach Kosovo. Ach so, so war das. Genau. Aber trotzdem, es ist ja eigentlich dasselbe. Es ist eigentlich eins. Ja, genau. Ich freue mich, dass du da bist. Sag mal, Enita, was macht denn die Cosmopolitan heute bei der Miss Germany? Das ist super cool, was wir hier heute machen. Wir sind nämlich der offizielle Partner von Miss Germany in diesem Jahr, die Cosmo und Miss Germany. Man fragt sich, wie passt das zusammen? Miss Germany möchte authentische Frauen empowern. Mhm. Und wir stehen schon seit Jahrzehnten, die Cosmopolitan, als Marke für Female Empowerment. Mhm. Und das passt super. Die Miss Germany ist heute ja auch auf der Suche nach coolen Stories. Die Kandidatinnen bei den Life Experiences sollen ihre Persönlichkeit zeigen. Die sollen wirklich alles zum Ausdruck bringen und sollen einfach sie selber sein und Spaß daran haben. Und nach solchen authentischen Stories suchen wir ja auch als Cosmopolitan. Machen cooles Storytelling im Bereich Female Empowerment. Wir haben auch unsere crossmediale Initiative Supporteur, wo wir Frauen einfach bestärken, wo wir inspirierende Frauen vorstellen und sie zu Wort kommen lassen. Und genau das vereint uns und wir sind das perfekte Match. Wow, toll. Und was erwartet dann die Miss Germany 2021 mit euch oder bei euch? Super coole Sachen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Wir planen einige richtig spannende Sachen mit ihr. Wir werden auch pro Heft und auch digital und auch auf all unseren Kanälen in jeder Ausgabe und auch regelmäßig auf cosmopolitan.de und unserem Instagram-Account quasi Miss Germany auf diese tolle Reise begleiten und auch diese spannenden Geschichten, die die Kandidatinnen zu erzählen haben, auch auf unseren Kanälen featuren. Schön, das hört sich sehr spannend an. Enita, du bist ja Digital-Chefredakteurin. Was ist jetzt genau für dich wichtig, was die Kandidatin mit sich bringen sollte? Mhm. Ich finde, wir Frauen heutzutage sollten mehr Statements setzen. Mhm. Und ich finde es super, dass wir alle keinem Idealbild mehr entsprechen müssen. Und es ist egal, wie du ausschaust, leb das einfach. Mhm. Leb das einfach, sei du selber, steh hinter deiner Story, inspiriere andere Menschen damit und feier dich selber. Sei laut, nutze deine Stimme und darauf achte ich. Enita, auf euren Shirts von der Cosmopolitan steht Fun, Fearless und Female. Ja. Was bedeutet das jetzt für dich? Also das ist ja unser Cosmo-Claim, aber ich übersetze dir mal, was ich ganz, ganz persönlich darunter verstehe. Fun ist, wir alle haben ein Leben und wir sollen einfach das Beste draus machen und alles mit so einem Twinkle in the Eye sehen und nicht alles viel, viel zu ernst nehmen, sondern unsere Ziele und unsere Wünsche verfolgen und dabei achten, dass wir alle glücklich sind und Spaß dabei haben. Mhm. Weil wenn diese Zufriedenheit oder der Spaß auf der Strecke bleibt, dann fehlt was ganz, ganz Großes im Leben. Mhm. Und das ist super, super wichtig, dass wir immer so ein bisschen alles mit so einem Twinkle in the Eye sehen. Ja, und Fearless? Fearless. Ich persönlich denke, dass ich würde mich auch als Fearless Person beschreiben. Und mein Lebensmotto ist immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und man kann, wenn man an sich selber glaubt, wenn man auch zulässt, dass man Support von anderen bekommt, weil Support ist ja keine Einbahnstraße, dass vieles Wunderbares geschehen kann, wenn man nur an sich selber glaubt und auch das, was man gelernt hat und Erfahrungen gesammelt hat, das dann einfach weitergibt und andere damit auch inspiriert und auch hilft. Mhm. Und Female? Female. Oh Gott. Female. Ich finde Female, wir reden ja auch sehr, sehr viel von Female Empowerment. Und das, finde ich, ist keine Einbahnstraße. Female Empowerment geht uns alle etwas an und zwar nicht nur Support unter uns Frauen, der super, super wichtig ist, sondern auch Support unter allen Geschlechtern. Und das ist für mich Female Empowerment. Sehr schön. Vielen Dank. Für mehr Infos checkt ihr natürlich unter mir hier die Infobox. Ganz wichtig, kommentieren, liken und abonnieren. Und wenn ihr so richtig verrückt sein wollt, ihr Lieben, könnt ihr sogar auf die Glocke hier klicken. Und dann werdet ihr jederzeit benachrichtigt über die News von Miss Germany 2021.